bittere Niederlage für die Spreefüchse. Die Tabellenführerinnen aus Berlin müssen sich im heimischen Fuchsbau gegen die Damen vom TSV Nordharislee mit 24-27 geschlagen geben. Im ersten Moment sind wir alle ziemlich enttäuscht, weil wir wissen, dass wir anderen Handball spielen können. Wir müssen einfach versuchen, es besser zu machen, weil wir das heute einfach nicht gezeigt haben. Und haben einfach alles reingeworfen, was wir konnten und haben natürlich auch auf den Sieg gehofft. Nach einer engen Anfangsphase lassen sich die Gastgeberinnen in Violett auch durch frühes Unterzahlspiel nicht beirren. Doch der Funke aus den letzten Spielen will noch nicht überspringen. Erst in der 22. Minute schaffen sie es, sich mit 2 Toren abzusetzen. Pass von Linnea Höbbel auf Fabian Kunde, die aus dem Rückraum zum 10:8 trifft. Die Füchse danach erneut in doppelter Unterzahl. Das bedeutet Zeit und Möglichkeiten für die Damen aus Schleswig-Holstein, um aufzuholen. Tabea Schlemann über Außen mit dem Ausgleich und Pausenstand von 11:11. Ab der 45. Minute haben wir uns dann wirklich abgesetzt, auch klar. In den Momenten, in denen wir zusammenspielen sollten, sind wir auseinandergefallen. Das hat nur noch das verstärkt, dass wir keine Kontrolle und vor allem nicht unseren Spielrhythmus gefunden haben. Beide Mannschaften nun im Zugzwang. Die entscheidende Szene dann in der 38. Minute. Lea Tiedemann mit einer Parade und dem schnellen Pass auf Katharina Rahn, die zum 15:13 netzt und die Gäste erstmals mit 2 Toren in Führung bringt. Ein Vorsprung, den die Berlinerinnen bis zum Ende des Spiels hinterherlaufen. Für Schadensbegrenzung ist es bereits zu spät, als Anaïs Squire hier zum Endstand von 24:27 trifft. Freuen kann sich darüber nur die Mannschaft von Olaf Rogge, die ihren 5. Sieg in Folge feiern darf. Dass man im Endeffekt wirklich sogar mit 3 Toren gewinnt, das ist unbeschreiblich. Wir müssen wieder zusammenfinden, um es diese und nächste Woche besser zu machen. Nächste Woche von Minute 1 an mit voller Power dadurch starten müssen, um weiter zu punkten. Als kleines Trostpflaster bleibt für das Team von Susanne Müller immerhin die Tabellenführung. Nächsten Samstag geht es für die Füchse nach Baden-Württemberg, wo die Tabellenneunten von der TG Nürtingen warten. Selbstverständlich soll dieses Spiel keinen bitteren Nachgeschmack haben.